Forma verwendet als wichtigstes Arbeitsmittel eine Schub- bzw. Töpferscheibe, die auch heute noch mit den Füßen angetrieben wird. Aus Porzellanmasse wird zunächst ein sogenannter Hubel als Grundform gewählt. Dabei unterscheiden wir zwischen Hohlhubel und Vollhubel. Wie Sie sehen können, wird vom Dreher, während er die Töpferscheibe bewegt, ein Hohlhubel gedreht. Behutsam wird dabei die Masse mit Wasser und den Fingern bearbeitet und nach oben gezogen. Der sich außen bildende verdünnte Masseschlicker wird vom Dreher mit einer Metallschiene entfernt. Danach sticht er den Hubel vom Massestock ab und stellt ihn zur Seite. Die Figurenporzellane werden wie folgt gefertigt. Da es nicht möglich ist, die Figuren im Ganzen auszuformen, werden die originalen Tonmodelle zerschnitten und von jedem Einzelteil werden Negativformen aus Gips angefertigt. Die Porzellanmasse wird in diese Gipsformen, sogenannte Quetschformen, eingelegt. Dann werden die mehrfach unterteilten Formenhälften kräftig zusammengepresst und nach etwa 30 Minuten können die Teile herausgenommen und weiterverarbeitet werden. Wie der Bossierer aus den vielen Einzelteilen seiner Figur zusammensetzt, wird Ihnen im nächsten Raum vorgestellt. Auch des Treibens und Formens weicher Masse. Damit würde sie als endgültig abgeschossen werden.